Ja, ich begrüße heute Jenny Hipp, die aus dem Paradies in die USA gegangen ist. Hallo Jenny, höre ich dich? Hallo, guten Tag, ja. Jenny, wir suchen immer noch ein junges Mädel, eine Frau, die ja quasi so ein bisschen über längere Zeit in den USA als College-Soccer-Player, sagt man eigentlich Playerin bei euch? Nee, Player, ihr seid auch Player, nee, ne? Ja, das ja. Das ist divers sozusagen. Die uns als College-Soccer-Player begleitet. Und da ich in Jena war jetzt in den letzten Wochen des Öfteren und mal so nachgefragt habe, wer könnte vielleicht in Frage kommen, habt ihr da einen Namen? Da kam sofort, ganz spontan, du musst mit Jenny Hipp sprechen. Und du bist in den USA ganz genau wo? In Amherst, das ist in Massachusetts. Sagt vielen wahrscheinlich erstmal nichts, aber ist ungefähr 1,5 bis 2 Stunden von Boston entfernt. Das ist die nächstgrößere Stadt. Ich glaube, das könnte einigen dann doch was sagen. Ja, das ist Ostküste sozusagen, ne? Relativ weit oben, ne? Wenn ich das richtig geografisch eingeordnet habe. Ja, richtig, ja. Ja. Jenny, du bist jetzt wieder dorthin gekommen. Wir hatten kurzes Vorgespräch, das kann ich vielleicht an der Stelle einfach mal anfügen. Ohne viel vorwegzunehmen, haben wir es gesagt, okay, wir halten es kurz, weil wir wollen alles im Podcast besprechen. Du bist ja dort an der Uni, wie heißt sie genau? University of Massachusetts Amherst, kurz auch UMass genannt. UMass, okay. Genau, ja. Und spielst dort auch quasi im College-Soccer-Team, richtig? Genau, richtig. Ganz frisch ist im Grunde genommen die Tatsache, dass du bei Carl Zeiss Jena immer noch, habe ich gerade nachgeguckt, als Neuzugang aufgeführt wirst. Das hat welchen Hintergrund? Das hat den Hintergrund, da ich durch die Pandemie bin ich vor genau einem Jahr gezwungen gewesen, wieder zurück nach Deutschland zu kommen, um mein Studium hier quasi auf Pause zu legen. Das wurde dann alles online weitergeführt. Und für mich war das dann ein bisschen unglücklich, weil ich ja dann zu dem Zeitpunkt quasi keinen Verein hatte, da ich ja wieder in Deutschland war. Mhm. Und ja, bin dann durch einen guten Kumpel auf Jena gestoßen, habe da dann eine Woche Probetraining gemacht. Hat auch alles super geklappt und war zu dem Zeitpunkt auch nicht sicher, ob ich nochmal nach Amerika kommen kann. Und ja, habe dann in Jena für ein halbes Jahr gespielt und ich schließe auch die Möglichkeit nicht aus, jetzt nach meinem Studium im Sommer wieder zurückzukehren. Ist natürlich noch nicht zu 100% sicher, aber die Möglichkeit besteht. Okay. Auch Carl Zeiss Jena, ist das eine Möglichkeit, da wieder zurückzukehren? Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich möchte auf jeden Fall weiter Fußball spielen, wenn ich jetzt wieder nach Deutschland komme. Und Jena bietet natürlich ein super Umfeld und die Leute dort super familiär. Hat mir alles riesig gefallen. Deswegen, ja, schauen wir mal. Ja, das heißt aber auch auf der anderen Seite, wir werden dich nicht länger begleiten können in diesem ja so abenteuerlichen Weg als College-Soccer-Player in den USA, weil du das jetzt schon 3 Jahre, 4 Jahre hinter dir hast? Genau. Ja, leider, ich wünschte, ich hätte eher von diesem Podcast gehört, weil ich noch ganz genau weiß, wie es war, 2017 herzukommen und ich wusste nicht wirklich, was auf mich zukommt, aber ja, bin jetzt schon mittlerweile fast 4 Jahre hier. Durch Corona war natürlich eine kleine Unterbrechung dabei. Aber ja, das Ganze kommt jetzt zu einem Ende im Sommer. Okay, und dann hast du dein Bachelor oder Master? Oder? Mein Bachelor, genau, in Soziologie, ja. Dein Bachelor in Soziologie, okay. Genau. Dann lass uns mal anfangen mit der kleinen Jenny, als sie am 6. Februar 1998, Entschuldigung, 98, genau. Geboren wurde, wo genau? In Lich. In Lich, das liegt in Hessen? Ja, also in Hessen, in der Nähe von Frankfurt, wo meine Familie auch wohnt. Okay. Februar 98, weißt du, was da zeitgleich passierte, als du auf die Welt kamst? Nee, könntest du mir sagen? Ich bin sicher, du weißt das. Ich hab nachgeguckt. Ich habe nachgeguckt. Olympische Spiele in Nagano wurden an dem Tag eröffnet, am 7. Februar ganz genau. Ja, quasi schon
wie lange her jetzt? 98, das sind 23 Jahre. 23 Jahre, genau. Ja, ja. Genau. So, da bist du auf die Welt gekommen und hattest dann schon den Ball in der Wiege oder wie kommt man als junges Mädel zum Fußball? Durch meine älteren Brüder, wie es doch so oft bei Mädels, die Fußball spielen, ist. Ja, meine älteren Brüder haben immer im Kindergarten auch schon sehr Fußball gespielt und ich stand am Anfang im Tor, weil ich wusste nicht so wirklich, wohin mit mir. Habe dann auch leidenschaftlich im Tor gespielt, aber mir wurde dann ganz schnell, auch in jungen Jahren, gesagt, nee, du gehst aufs Spielfeld, im Tor, lass mal andere die Bälle halten. Ja, und dann ging das so mit der Zeit, ne? Dann, dass man dann zum ersten Mal im Verein spielt, habe dann auch ganz früh mit meinen Brüdern gespielt, aber dann irgendwann mich ja dem Mädchenfußball angeschlossen. War das schon die Spielvereinigung Fechenheim 03? Genau, Fechenheim 03 war mein allererster Verein. Das war aber, da kann ich mich ganz schlecht dran erinnern. Das war neben Kindergarten und was war das? Einmal die Woche trainiert und dann ab und zu mal gespielt am Wochenende. Ja. Ja, genau, da habe ich angefangen, ja. Wer hat dich denn mehr oder weniger entdeckt oder das Talent in irgendeiner Weise gesehen, dass sich das lohnt, diesen Weg weiter einzuschlagen und nicht vielleicht Klavier zu spielen oder Ballett, was Mädels vielleicht klassischerweise machen? Gab es da irgendjemanden? Ja, also zuerst mal ist zu erwähnen, dass meine Mama, die war auch schon sehr leidenschaftlich im Sport und hat auch selber Fußball gespielt. Und mein Papa hat Tennis gespielt, aber mein Papa wollte immer eher, dass ich einen Mannschaftssport ausübe. Und das heißt, meine Eltern haben mich immer von klein auf schon sehr, sehr viel unterstützt und mich dann auch in Vereine gebracht. Aber wirklich entdeckt als Fußballspielerin wurde ich beim FFC Frankfurt damals, weil ich da eine Fußballschule gemacht habe über den Sommer. Und ich war dann, glaube ich, auch eigentlich noch viel zu jung, 6 Jahre, glaube ich. Aber dann haben die gesagt, nee, wir machen eine Ausnahme, wir melden dich hier an und dann kannst du für uns spielen. Und ja. FFC. Und damit mussten Mama und Papa dich immer da hin und her fahren, oder wie? Ja, Mama und Papa haben mich immer gefahren. Dann meine Brüder haben mich mit der U-Bahn immer auch hingebracht, weil ich noch sehr jung war. Okay. Dann haben wir von allen Seiten Unterstützung bekommen. Ja. Aber spielen deine Brüder heute noch? Ja, spielen deine Brüder heute noch? Ja, meine älteren Brüder nicht mehr, aber ich habe einen kleineren Bruder, der heißt Gino, der ist 18 Jahre, ist heute 18 Jahre geworden. Herzlichen Glückwunsch, Gino. Ich werde es ihm weiterleiten. Ja. Wo spielt er? Bei Enkheim, Bang Enkheim. Sagt mir nichts auf Anhieb. Das ist in Frankfurt. Ich weiß auch, um ehrlich zu sein, da ich jetzt ja sehr lange in Amerika war, ich weiß nur, dass es Enkheim ist, den genauen Verein, weiß ich nicht, weil da gibt es ja auch unterschiedliche Vereine, aber spielt auf jeden Fall noch, hat Spaß dran und ja, Fußball ist ja auch noch so viel mehr als nur der Sport. Ich meine, man kommt mit seinen Freunden zusammen, man hat eine coole Zeit, macht tolle Erfahrungen, also ja. Ja. Die Kreisliga-Kicker dieser Welt, die wissen genau, was du meinst. Bin ich mir sicher, ja. 2012 bist du nach Potsdam gegangen, zur Turbine. Genau, ja. Da warst du 14. Dann ist das quasi Sportschule und allem drum und dran? Genau, ja. Ja, ich habe gemerkt in meinen jungen Jahren dann auch, dass es sehr, sehr schwierig war, Schule und die langen Wege in Frankfurt auch mit dem Fußball dann zu vereinen. Und ich war mir dann auch nicht sicher, wie ich das weitermache. Und mein Papa hat mir dann vorgeschlagen, ja, was ist, wenn wir mal schauen nach einem Verein, der beides bietet, damit du es dann besser kombinieren kannst. Und ja, dann ist der Name Potsdam gefallen und dann war dann sozusagen ein neues Kapitel in meinem Leben, was mich natürlich sehr früh sehr, sehr erwachsen werden lassen hat, weil mit 14 die Familie zu verlassen, ist natürlich ein ganz großer Schritt, aber ich würde es genauso nochmal machen. War dort im Grunde genommen alles so, wie du das erwartet hattest oder... ist das für so ein junges 14-jähriges Mädel auch ein Stück weit eine Überforderung? Ich würde nicht sagen, dass es eine Überforderung war, weil ich bin ja, man hatte da auch sozusagen eine Probewoche, das heißt, ich bin mit meiner Mama nach Potsdam gefahren, ist auch ja 5 Stunden entfernt, dann haben wir da Probetraining gehabt, alle möglichen Tests gemacht, Schnelligkeit, Ausdauer, ich weiß nicht, was da noch war, Sprungtests, und dann natürlich mit der Mannschaft trainiert, das ganze Umfeld angeschaut, also in der Hinsicht wusste ich ja dann, was auf mich zukommt und die Leute haben mir auch einen super Eindruck gemacht. Und was mir, glaube ich, am meisten imponiert hat, war das Zusammenleben mit meinen Mitspielerinnen und dann nach einer gewissen Zeit dann natürlich auch tolle Freundschaften, die da zustande gekommen sind. Und ja.
Gibt sie heute noch? Die gibt es heute noch und ich bin ja unglaublich dankbar für, weil ich glaube, dass Sportler dann auch in gewisser Hinsicht noch ein bisschen andere Prinzipien haben im Leben und ich glaube, dann dadurch verbindet man sich auch über längeren Zeitraum, wenn man dann immer wieder fragt, und wie läuft es jetzt mit deiner Mannschaft? Spielst du noch? Ich weiß nicht, da hat man ganz viele andere Bezugspunkte, um dann Freundschaften aufrechtzuerhalten und da, deswegen bin ich auch sehr dankbar, ja. Ja, das stimmt, das kann ich nur bestätigen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob du im Bilde bist, aber ich habe ja auch als Bundesliga-Profi gespielt, früher noch in der DDR, als in der DDR-Oberliga. Und als Fußballer oder als Sportler allgemein eint ja auch ein oder die Beziehungen entstehen ja auch durch gemeinsame Erlebnisse, durch Erfolge, durch Niederlagen und so weiter und so fort. Und es ist tatsächlich so, ich kann manchmal Jungs anrufen, die habe ich 5 Jahre nicht gesprochen, aber das ist dann wie gestern, als würde man wie gestern miteinander reden und man hat diese tiefen Erlebnisse, die sich da ganz tief eingebrannt haben, einfach ins Gedächtnis und das, ja, das kann ich nur unterstützen. Also das hält dann oft ein Leben lang, zumal der Fußballkosmos ja auch so klein ist. Man trifft sich immer wieder und spätestens, wenn man mit Reihen irgendwie redet, da kennt der eine den und der andere den, mit dem man dann auch selbst in irgendeiner Weise dann zu tun hatte. Das ist schon manchmal sehr, sehr witzig. Das ist bei den Mädels nichts anderes wie bei den Jungs, schätze ich mal. Ne? Richtig, ja. Stimmt, genau. Und dann bist du ja auch U15, U16, U17 für die deutsche Nationalmannschaft, also Junioren oder Juniorinnen-Nationalmannschaft aufgelaufen. Das war quasi eine Karriere, die ging ganz linear nach oben, ne? Genau, ja. Ich habe in der U15 wurde ich das erste Mal für die U-Nationalmannschaft gesichtet und von da an bin ich dann auf sämtliche U-Nationalmannschaften durchgangen und ja, war eine tolle Erfahrung. Ich habe selbst, glaube ich, bevor ich gesichtet worden bin, nie damit gerechnet, gesichtet zu werden, weil man ja nicht wirklich weiß oder selbst einschätzen kann, was alles möglich ist mit dem Sport. Aber von dort an haben mich dann auch Freunde begleitet. Durch die Sportschule wurden mehrere Talente gesichtet. Und ja, diesen Weg zu gehen mit Freunden an der Seite, die genau wissen, was man da für Erlebnisse macht und Erfahrungen macht, das schweißt zusammen. Und da werde ich auch immer dankbar für sein. Ja. Mit der U17 hast du an der Europameisterschaft teilgenommen. Wie ist das ausgegangen? Wo war die? Und welchen Platz habt ihr da belegt? Die war in Island und ist ganz lustig, weil bevor ich gehört habe, dass sie in Island ist, habe ich tatsächlich noch nie was von Island gehört und ich wusste überhaupt gar nicht, was auf mich zukommt. Aber als wir dann dort waren, war es eine unglaubliche Erfahrung. Das Land ist wunderschön und ich will auch definitiv zurück nach Island fliegen. Kenne auch jetzt durch meine Uni eine aus Island, die ich dann besuchen könnte. Und das Turnier an sich ist eigentlich gut verlaufen. Wir haben es bis ins Halbfinale geschafft, haben dann leider unglücklich 1-0 gegen die Schweiz verloren. Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, glaube ich, 3 Minuten vor Schluss das 1-0 kassiert und hatten davor endlose Chancen. Also wirklich, war ein sehr, sehr unglücklicher Spielverlauf. Aber so ist der Fußball. Ja, am Ende zählt das Ergebnis. Und dann, ja. Sind aus der U17-Mannschaft welche heute in der im Nationalteam der Damen dabei? Bei dem Turnier hat Laura Freigang, glaube ich, nicht mit mir zusammengespielt, weil sie da schon hochgezogen wurde. Ist ja jetzt im Moment, spielt ja ständig in der A-Nationalmannschaft Laura Freigang, auch bei Eintracht Frankfurt jetzt. Und mit ihr habe ich auch sehr, sehr gerne und sehr oft zusammengespielt. Und ansonsten Stefanie Sanders ist jetzt gerade nach Schweden, glaube ich. Hat, glaube ich, auch sehr gute Chancen in Zukunft für die A-Nationalmannschaft zu spielen. Und ach ja, genau, Jana Feldkamp hatte gerade ihren ersten Einsatz für die A-Nation, hat damals mit mir bei dem Turnier gespielt. Ach ja, und natürlich Julia Gwynn. Leider gerade raus wegen Kreuzbandriss, glaube ich. Aber ich bin mir auch sicher, dass sie wieder zurückkommen wird. Also natürlich ganz viele Leute, mit denen ich zusammengespielt habe. Ist echt schön zu verfolgen, was für einen Weg die gegangen sind. Und ja, es macht mich auch stolz, weil ich weiß, dass ich mit denen zusammengespielt habe. Und ich weiß auch, was für tolle Menschen dahinter stecken, was für tolle Charaktere. Ja, ist natürlich dann auch immer was Besonderes, die zu sehen.
Ja. War das für dich damals auch so mit 15, 16, 17 ein Ziel zu sagen, okay, ich will auch mal bei einer Weltmeisterschaft, bei einer Olympiade oder ja, EM dabei sein, A-Nationalmannschaft, war das ein Ziel für dich? Ich glaube, das ist immer ein Ziel, wenn man als junge Fußballerin auch gerade schon in dem Alter an Turnieren teilnehmen darf mit der U-Nationalmannschaft. Ich glaube, da denkt sich jeder oder hat jeder die Träume, dann am Ende es auch in die A-Nationalmannschaft zu schaffen und dann ja für sein eigenes Land zu spielen. Also von daher würde ich lügen, wenn ich sage, dass ich da damals nie von geträumt habe. Ja, jetzt warst du in der Gelegenheit, bei einer Top-Mannschaft zu spielen, Turbine Potsdam. Hast dich dann aber für einen anderen Weg entschieden, oder wie ist das gelaufen damals? Genau, ich weiß noch, das war ja 2017, war ich, oh nee, okay, wir sollten ein bisschen 2 Jahre vorher anfangen. Ja. Als ich in der 11. Klasse war, glaube ich, wurde ich dann in die erste Mannschaft hochgezogen, in den Kader von der ersten Mannschaft von Turbine Potsdam. Hab damals dann auch im Alter von 16 Jahren mit Tabea Kemme, Lia Welti und ganz großen Namen zusammengespielt. Muss sagen, dass ich dann in dem Jahr leider mit vielen Verletzungen zu kämpfen hatte. Ich glaube, weil mein Körper sich noch an das Niveau anpassen musste und an die Spielbelastung. Auch was Thema Ernährung angeht, in dem Alter habe ich da noch nicht so viel von gewusst. Und habe mich dann nach einem Jahr in der ersten, habe ich darum gebeten, nochmal in die zweite Mannschaft runtergesetzt zu werden, weil ich lieber Spielpraxis sammeln wollte und auch fit bleiben wollte. Und ja, dann war ich dabei, mein Abitur zu machen und ich wusste nicht so wirklich, wohin mit mir. Ich dachte, okay, bleibe ich jetzt hier? Probiere ich nochmal was Neues und ich muss auch sagen, damals war mein Englisch noch nicht so gut und das war sowas, was mich sehr, sehr verunsichert hat. Und Freunde, mit denen ich in Potsdam gespielt habe, sind dann das vorige Jahr schon nach Amerika gegangen und haben mir natürlich von deren Erfahrungen berichtet. Und das hat sich immer sehr, sehr, sehr gut angehört. Und dann dachte ich mir so, ich weiß jetzt noch nicht, was ich machen will. Amerika hat ein super Umfeld, die College-Ligen sind auch sehr niveauvoll. Wieso nicht? Und ja, dann wurde ich auch von ein paar Agenturen angeschrieben, die das vermitteln. Und dann ging das alles irgendwie so schleichend voran. Und ja, am Ende hieß es dann, Jenny geht nach Amerika. Ja, ich stelle mir das so vor, du hast dein Abitur gemacht, ne? Und das letzte viertelhalbe Jahr ist man dann in so einem Prozess, was mache ich nach dem Abi? Was hat dann den Ausschlag gegeben, außer den Gründen, die du jetzt schon genannt hast, am Ende für Amerika und nicht zu sagen, versuche jetzt doch in die erste Bundesliga zu kommen und weiter Fußball zu spielen? Ich glaube, was am Ende ausschlaggebend war, also das ist ein Gespräch, was ich glaube ich nicht vergessen werde. Als ich in der ersten Mannschaft bei Potsdam gespielt habe, habe ich mit Julia Simic zusammengespielt und ich hatte sie mal gefragt: Sag mal, Sitschi, gibt es eine Sache, die du bereust? Jetzt in deinem Alter als gestandene Spielerin, hättest du irgendwas anders gemacht? Und sie hat mir gesagt, dass sie wahrscheinlich ins Ausland gegangen wäre nach dem Abi. Und es ist nicht so, dass mich die Aussage jetzt dazu bewegt hat, okay, ich mache das jetzt. Aber ich weiß nicht, man denkt dann über die eine oder andere Sache nach. Und im Alter von, wie alt war ich dann? 19, 18, 19, war das etwas, was ich sehr, sehr, wovor ich sehr viel Angst hatte. Und ich bin jemand, der sehr gerne neue Erfahrungen einschlägt, neue Herausforderungen angeht. Und ich wollte einfach etwas machen, wovor ich riesig Angst hatte. Und ja, ich Ach glaube. so, du bist bewusst den Weg gegangen, weil du Respekt davor hattest, ein Stück weit Angst, hast du gesagt, okay, das muss ich machen, ich muss da durch. Genau, das war auch so, weil du gehst quasi von Deutschland, von deinem gewohnten Umfeld. Du kennst alle Leute. Ich war in Potsdam von 2012 bis 2017, 5 Jahre. Und für mich war das dann, ich wusste, was ich hier habe, aber ich wollte unbedingt etwas Neues. Ich wollte neue Menschen treffen. Und dann quasi in ein anderes Land zu gehen, ohne die Sprache zu sprechen. Ich muss sagen, mein Englisch war wirklich nicht gut. Ohne überhaupt jemanden zu kennen. Ja, das war etwas, ich hatte riesen Respekt davor und deswegen war das etwas, was ich unbedingt machen wollte. Ah, krass. Und warum ist es dann zu der Uni gekommen, wo du dann am Ende hingegangen bist, nach Massachusetts? Massachusetts, genau. Ja. Ich habe durch die Agentur hatte ich ein Highlight-Video und natürlich Steckbrief, alles, was man dann natürlich so an amerikanische Unis schickt.
Ja. Dadurch, dass ich mich aber erst so spät dazu entschieden habe, diesen Weg einzuschlagen, ich habe quasi im Dezember 2016 angefangen und sollte dann im Sommer 2017 schon nach Amerika, das heißt ein halbes Jahr. Und viele Unis sind zu dem Zeitpunkt dann schon fertig mit ihrer Planung für die kommende Saison. Ja. Und ich habe trotzdem noch sehr, sehr viel Rückmeldung bekommen. Aber dann geht es natürlich dann auch darum, wer gibt hier ein Stipendium, wer zahlt für was. Und ja, am Ende hatte ich vier Universitäten, glaube ich, zur Auswahl, auf die ich mich auch reduziert habe. Bin dann mit meiner Mama, meinem Papa und meinem Bruder hierher geflogen, habe mir die alle angeschaut. Und ja, der Campus, auf dem ich jetzt bin, der war einfach sehr, sehr schön, überwältigend, die Atmosphäre hier. Und war auch wieder eine Uni, die sehr groß ist und wo ich dann auch dachte, oh, okay, könnte interessant werden. Aber dann, mein Motto ist immer, geh mit der Option, die dir am meisten Angst macht und du wirst am meisten lernen. Und ja, deswegen habe ich mich dann für diese Uni entschieden. Ja, das heißt aber auf der anderen Seite, du hast dich auch quasi gegen den Bundesliga-Fußball, vielleicht auch ein Stück weit dann gegen einen ja, möglichen Weg Richtung Nationalmannschaft entschieden, weil man da ja so ein bisschen aus dem Fokus auch der Bundestrainerin dann gerät. Hattest du auch vielleicht geliebäugelt damit, auch in Deutschland weiter zu studieren oder ein Studium anzufangen erstmal überhaupt? Ist das generell möglich im Frauenfußball, dass man das macht? Ich bin mir sicher, dass es möglich ist, Studium neben dem Sport in Deutschland auch zu vereinen. Ist natürlich ein anderes Umfeld und kommt dann natürlich auch darauf an, wo du bist. Aber aus meiner Sicht wusste ich auch zu dem Zeitpunkt, als ich gesagt habe, ich gehe nach Amerika, wusste ich auch noch nicht, dass ich Soziologie studieren möchte. Weil in Amerika hat man ja sozusagen das erste Jahr, ist ja sozusagen Einführungsjahr, da belegt man Grundkurse und dann kann man sich währenddessen dann entscheiden, was man machen will oder in welche Richtung man gehen will. Und für mich hat sich das alles dann immer nach und nach ergeben. Und Ja, genau, so war das ist das. halt in Deutschland anders, ne? Da muss man sich für eine Richtung jetzt schon gleich frühzeitig entscheiden, ne? Oder quasi mit Studienbeginn im Grunde genommen, ne? Genau so ist es. Und zu deiner Aussage, dass ich mich dann quasi gegen eine Karriere in der Bundesliga entschieden habe, es ist ganz interessant, weil so habe ich das damals tatsächlich gar nicht gesehen und sehe ich auch heute noch nicht. Weil ich glaube, diese Erfahrung, die 4 Jahre jetzt hier in Amerika zu sein, hat mir so viel gegeben. Als Mensch bin ich gewachsen. Ich war auch vor 4 Jahren tatsächlich, glaube ich, noch nicht so weit wie heute zu sagen, okay, ich will das mit dem Fußball 100%, ich will das nochmal probieren, ich will professionell spielen. Ich war tatsächlich auch an einem Punkt, wo ich überlegt hatte, überhaupt keinen Fußball mehr zu spielen. Aber ja, hier in Amerika ist dann diese Liebe zum Sport und die, weiß nicht, dieses glückliche Spielen auch wieder zurückgekommen zu mir. Und ja, deswegen, ich schaue auf diese ganze Erfahrung einfach in der Hinsicht, dass ich eine neue Sprache gelernt habe, dass ich viele neue Menschen getroffen habe, dass ich jetzt Connections habe nach Amerika, die ich wahrscheinlich so sonst nie irgendwie gehabt hätte. Und Ja. ja, ich werde jetzt im Sommer wieder zurück nach Deutschland kommen und dann kann man immer noch schauen, was möglich ist mit dem Fußball. Ich bin halt auch, was das Thema Einstellung, was das Thema Mindset. Ich habe einfach so viele verschiedene Dinge gelernt und ja, deswegen, ich würde, glaube ich, auch alles genauso nochmal machen. Ja, ich wollte auch nicht sagen, dass man sich dann gegen die Bundesliga bzw. gegen die Nationalmannschaftsberufung stellt, sondern wir wollen ja so ein bisschen rausfinden, dass dieser Schritt nach Amerika, das zeigt sich ja in diesen ganzen Podcasts, die wir machen, nicht das Ende aller Fußballträume sein muss. Genau, Das war jetzt ja. so ein bisschen eine provokatorische Frage, wie du damals vielleicht auch gedacht hast oder wie vielleicht auch viele Leute jetzt denken, dass wenn man dort nach Amerika geht, dass das dann vorbei sein muss, sowohl bei den Jungs als auch bei den Mädels. Und wir werden das ja dann auch bei dir nochmal weiter begleiten, wenn du dann einen Verein gefunden hast, wie das sich dann wieder gestaltet, wenn du in Deutschland bist, wie schnell man wieder ein Team findet und wo du auch hingehst. Ich hoffe natürlich sehr, dass du beim FC KZS Jena landest. Ich war da jetzt heute am Sonntag und habe einen 3:1-Sieg gegen Bocholt gesehen und habe so einen kurzen Bericht gemacht für Sport im Osten. Ich war gegen RB Leipzig da, da haben sie auch 3:1 gewonnen. Dann gegen Borussia Mönchengladbach, da gab es sogar einen 4:0-Sieg. Also Jena aktuell Tabellenzweiter in der
zweiten Bundesliga der Frauen, Gruppe Nord. Und das könnte vielleicht am Ende sogar noch mit dem Aufstieg was werden. Obwohl man in Jena auch immer so ein bisschen ja das Gefühl hat, die erste Liga ist eine Nummer zu groß, die zweite Liga, da fühlen sie sich wohl, da sind sie gut aufgehoben, aber natürlich gegen den sportlichen Erfolg stehen sie da nicht an. Also die wollen natürlich dann auch in der ersten Liga spielen. Das ist selbstverständlich. Ne? Also wie gesagt, Jena eine gute Adresse. Gebe ich dir nur mal so mit auf den Weg. Ja, du hast es gerade beschrieben. Amerika ist eine super Erfahrung. Und du hast da dein Soziologiestudium im Grunde genommen abgeschlossen. Oder brauchst du jetzt noch 3-4 Wochen? Wie ist der Zeitrahmen? Das Semester endet in 2 Wochen. Und am 14. Mai, das ist doch ja, 2-3 Wochen. Ja, genau, und dann ist dann auch der Abschluss, die Abschlusszeremonie am 16. Mai, glaube ich. Also das ist jetzt alles dann in den nächsten 2-3 Wochen. Und dann verbringe ich noch ein bisschen Zeit hier, reise ein bisschen und ja, werde dann ab Juni wieder in Deutschland sein. Ja, das heißt, man nimmt jetzt auch schon ein bisschen Kontakt auf mit möglichen Vereinen, die da vielleicht in Frage kommen, oder? Ja, genau. Ja, wird sich jetzt alles in den nächsten Wochen, Monaten ergeben. Ja. Machst du das allein oder hast du Berater oder Beraterin? Haben natürlich schon einige auch durch Instagram oder durch andere soziale Medien Kontakt zu mir aufgenommen. Im Moment mache ich das alleine, weil ich auch durch Connections schon sehr viele Optionen habe oder einige Optionen habe. Okay. Mhm. Ja, also mal schauen, was dann in Zukunft wird. Was würdest du denn sagen, wie es sportlich für dich gelaufen ist in dieser Zeit, als du dort in Amerika warst? Ich würde sagen, mein erstes Jahr, da hatten wir noch einen anderen Trainer. Das erste Jahr war sehr holprig, weil es der Fokus war sehr viel auf Fitness, aber es war dann nicht wirklich auf den Fußball bezogen. Es war sehr, sehr viel Krafttraining, aber dann auch wenig wie gesagt, was auf den Fußball bezogen war, sprich, ich glaube, unser Krafttrainer damals wollte, dass wir Bodybuilder werden und hat nicht so wirklich, den Fußball mit einbezogen, aber nach meinem ersten Jahr wurden dann noch sehr viele Änderungen vorgenommen in den Führungspositionen hier und seitdem bin ich sowohl sportlich als auch menschlich gewachsen als Individuum. Ich würde sagen, ich habe sehr viele Dinge gelernt, was man für den Sport halt braucht. Ich weiß, was Ernährung angeht, was Krafttraining angeht, was die Dosierung angeht, bestimmte Trainingseinheiten. Und ja, aber auf dem Feld, taktisch gesehen, war ich schon sehr, sehr froh, weil der neue Trainer, der dann mal im zweiten Jahr gekommen ist, der hat unglaubliches Fußball-IQ. Und ja, ich freue mich, ich bin einfach sehr, sehr dankbar, weil ich gehe mit einem guten Gefühl jetzt nach Deutschland zurück. Und ja, ich hoffe, dass dann auch vielleicht dem einen oder anderen weitergeben zu können, weil ich auch weiß, wenn man jung ist, dass es dann sehr, sehr schwierig sein kann, herauszufinden, was für einen selbst am besten ist. Das haben mir die letzten 4 Jahre definitiv gezeigt. Gib mir mal ein Beispiel in puncto Ernährung. Was hat sich da in deinem Kopf verändert? Erstens, ich bin seit 2019, esse ich kein Fleisch mehr. War eine persönliche Entscheidung und seitdem wusste ich zum Beispiel damals auch nicht, wie wichtig Proteinzufuhr ist, wie wichtig es ist, dass man genug trinkt. Das sind alles Sachen, die werden dir zwar gesagt, aber die wird nie der Hintergrund davon preisgegeben und deswegen, besonders als junger Mensch muss man wissen, warum man bestimmte Dinge macht, um halt auch die Motivation dafür zu haben. Und ja, heutzutage lege ich einfach sehr viel Wert, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Fette, wie viel Protein ich zu mir nehme und was man zum Beispiel direkt vorm Spiel isst oder danach und ja, hinzu kommt auch noch Schlaf. Ich weiß nicht, das ist so komplex und so interessant und ja, hätte ich das schon gewusst, als ich, sage ich mal, 16, 17, 18 war, hätte das mir vielleicht auch noch mal ein bisschen den einen oder anderen Vorteil verschaffen können, aber ich bin froh, dass ich es jetzt weiß und das ist auch so eine Sache, warum ich überlege, vielleicht auch in meinen Trainerschein zu machen demnächst, einfach weil ich in der Position war als junges Mädel. Und ja, deswegen sind so einige Sachen, die mich im Moment interessieren. Will man sehen. Ja, gab's da einen konkreten Anlass zu oder hast du einfach gesagt, am 01.01.2019 esse ich kein Fleisch mehr? Ich glaube, in den letzten Jahren ist die Thematik doch sehr, sehr gewachsen, was fleischlose Ernährung angeht, was
auch die sozusagen plant-based angeht. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich mich einfach sehr viel damit befasst, habe auch gehört, dass große Sportler wie Serge Gnabry, der war eine Zeit lang, hat er kein Fleisch gegessen, aber ist jetzt, glaube ich, wieder zurück, ich weiß nicht, und Serena Williams, also man hört einfach nur sehr große Sportler, die ja davon profitieren. Und ich dachte mir so, okay, ich probiere es mal aus. Und zuerst war es auch nur für eine Woche, dann für zwei. Und ich habe dann auch einfach nach kurzer Zeit gemerkt, wie gut es mir damit geht. Und hat natürlich dann noch eine Weile gedauert, um sich da, damit der Körper sich da anpasst und damit man dann auch seine, ja, seine Nährstoffe bekommt. Ja, aber ich lege jedem nahe, dass man sich damit beschäftigt, bevor man es tatsächlich macht, weil es ist auch sehr komplex. Aber ich glaube, wenn man es unbedingt will, dann kann man diesen Umschwung schaffen. Wo hast du es am meisten gemerkt, diese Umstellung? Gibt es da irgendwie ein Beispiel für? Also vor 2 Jahren zum Beispiel habe ich das Gefühl gehabt, ich bin morgens aufgewacht, war fit, aber dann mittags rum habe ich dann doch immer so ein Tief gehabt. Und auch immer, nachdem ich gegessen hatte, ich weiß nicht, ich wurde dann immer sehr schnell müde. Und als ich das dann umgestellt habe und jetzt, weiß ich nicht, zum Beispiel dreimal, viermal am Tag esse, was ich auch mache, habe ich nicht mehr diese Höhen und Tiefen in meinem Wohlbefinden. Und deswegen, das ist so mit einem Ausschlaggebendsten, dass ich einfach das Gefühl habe, von morgens bis abends auf hohem Niveau arbeiten zu können, was Schule, Uni angeht und dann auch den Sport. Und auch ganz besonders, was die Erholung angeht, nach Spielen und nach dem Training und genau. Ja, das ist interessant. Es gibt auch einen Film auf Netflix, der sich mit dem Thema beschäftigt. Ich habe jetzt gerade den Namen nicht parat, aber das war auch sehr interessant. Da ging es um die ja, fleischlose Ernährung. Da wollte jemand mal ganz schnell fit werden, nachdem er sich irgendwie beide Kreuzbänder gerissen hatte. Und der hat sich dann mit dem ganzen Thema beschäftigt, dann mit den Sportlern geredet, die das, so wie du gerade beschrieben hast, schon länger praktizieren. Und dann hat er wissenschaftliche Studien sich angeguckt und ja, Beispiele gefunden und auch Ärzte, die das gut dargestellt haben. Gibt es einen tollen Film, fällt mir jetzt gerade nicht ein, wie er heißt, aber durchaus kann man sicherlich mal googeln, dass, oder wir schreiben es mal auf Instagram, dass man da unheimlich viel mit erreichen kann. Ich war ja auch, wie gesagt, selbst Sportler und hab mir auch, als ich dann die Bilder gesehen habe, gesagt, ja, wenn man das ein bisschen früher gewusst hätte. Ne? Also ich kann dir erzählen, aus DDR-Zeiten, da war es so, da haben wir teilweise vorm Spiel Pommes und dicke, fette Mehlsoßen und Fleisch und was weiß ich nicht noch alles gegessen. Und dann kam die Wende und dann hatten wir einen Trainer mit Uwe Reinders. Der kam ja aus dem Westen und aus der Bundesliga und plötzlich gab es nur Nudeln mit Tomatensoße vorm Spiel. Und wir haben alle gesagt, Trainer, sollen wir verhungern? Und er hat gesagt, was willst du dir jetzt hier den Bauch vollschlagen? Du brauchst Energie. Das geben dir die Nudeln und dann gehst du auf den Platz und danach kannst du dann wieder was anderes essen. Ne? Aber das hat dann auch, ich sag mal, für viel Diskussionen gesorgt bei uns innerhalb der Mannschaft oder so. Aber wir haben das dann strikt befolgt. Scheint auch geholfen zu haben. Wir sind Meister geworden, wir sind Pokalsieger geworden. Also Sehr gut. war das eine richtige Entscheidung. Aber es hat bei mir am Ende nie dazu gereicht, zu sagen, ah, ich ernähre mich total fleischlos. Ich schaffe es nicht, aber ich bin jetzt auch zu alt. Also na gut, man sollte nie sagen, man ist für irgendwas zu alt. Aber ja, im Moment ist das bei mir zumindest kein Thema. Für Sportler finde ich das wirklich eine interessante Überlegung, das zu machen. Richtig toll. Ja, du nimmst also aus Amerika viele, viele Erfahrungen mit. Die Freshmen, die jetzt gerade ja, bei uns im Podcast mit Maximilian Müller, Alexander Nitzel, die ersten Erfahrungen in der Uni sammeln, die sind jetzt gerade dabei, auch so ein bisschen virtuell ein Startup zu gründen. Und gab's das bei dir auch? Also die Amerikaner, die denken ja mal groß und machen aus kleinen Dingen ja Weltkonzerne. Gibt es da auch irgendwelche Überlegungen, wo du sagst, okay, wenn ich nach Deutschland komme, vielleicht sollte ich das mal probieren? Jetzt außer dem Trainer sein, was du vielleicht vorhast, aber so Ideen, bringst du welche mit, wo du sagst, okay, das verfolge ich bestimmt mal in Deutschland, mal gucken, ob das da geht?
Ich muss sagen, darüber habe ich mir bis jetzt noch keine Gedanken gemacht. Natürlich will man irgendwo die Erfahrungen, die man selbst gemacht hat und die ganzen Dinge, die man gelernt hat, auch weitergeben. Und deswegen, ich glaube, ich liebe es, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und man weiß nie, wie man beim Weg läuft. Und wenn man dann irgendwann mal gefragt wird oder manchmal eröffnen sich auch Möglichkeiten, die man davor noch nicht gesehen hat. Und ich glaube, wenn man die Person ist, die man gerne sein will und dann auch so durchs Leben geht, ohne verkrampft zu sein, dass man etwas unbedingt auf Zwang erreichen will, dann eröffnen sich hier und da Türen und dann kann man das machen, was sich richtig anfühlt. Und ich gehe jetzt mit dem Motto zurück nach Deutschland, dass ich einfach das, was ich gelernt habe, weitergeben möchte und dass ich die beste Version von mir selbst sein möchte. Und alles, was sich dann eröffnet, ich bin kein Mensch, der zu allem Nein sagt. Also von daher, falls mir jemand über den Weg läuft und was Großes mit mir starten möchte, ich bin immer offen für Neues. Und ich habe mich auch schon riesig gefreut, dass ihr auf mich zugekommen seid, weil ich glaube, dass dieses ganze Thema mit im Ausland studieren, dass das unglaublich ist und dass das ja, viele junge Menschen auch interessiert, weil viele junge Menschen auch darüber nachdenken, weil sie wissen, wie viel man dadurch lernen kann und mitnehmen kann. Ja. Deswegen, ja, Shoutout zu euch, dass ihr das macht und dass ihr das auch weitergebt. Schön. Genau, das ist so ein bisschen auch der Hintergrund. Das Ganze ist ja so ein bisschen aus einer ja, aus einer Situation entstanden, wo ich einen Artikel gelesen habe über einen ehemaligen Fußballer, der immer daran gescheitert ist, einen Profivertrag zu bekommen. Toni Mamudali war das in dem Falle. Und er war schon total verzweifelt, als es dann auch beim vierten oder fünften Mal nicht klappte und nicht funktionierte, dass er einen Profivertrag kriegt, lag er derart am Boden, also ja, natürlich hat er an sich gezweifelt und so weiter und so fort. Und plötzlich kam dieser Anruf aus dem Nichts von einem Freund, der sagte: Pass auf, Toni, vergiss das doch alles mit dem Profi-Dasein in Deutschland, geh doch nach Amerika und spiel da noch ein bisschen Fußball und vor allen Dingen studiere. Und das hat er dann getan und hat aus, ich sag mal, das ist alles nachzuhören in unserem Podcast mit Toni Mamudali, da haben wir zwei Folgen. Er hat daraus dann jetzt ein Business gemacht und hat jetzt eine Agentur, wo er junge Fußballerinnen oder Fußballer dabei unterstützt, nach Amerika zu gehen, sofern sie wollen, und ihnen dort die Möglichkeit zu geben, wenn der erstmal geplatzte Traum vom Bundesliga-Millionär nicht in Erfüllung geht, ihnen so eine Möglichkeit zu bieten. Und dann fand ich, und davon hatte ich dann gelesen, das sehr spannend, weil gerade dieser Step, auch den du beschrieben hast, von einer Juniorenspielerin oder einem U19-Spieler bei den Jungs in den Profibereich, ja immer ein ganz, ganz schwerer ist. Es ist, glaube ich, der schwerste Step. Und was mache ich, nachdem ich so viele Jahre investiert habe, mit der Situation, wenn es nicht klappt? Ich habe viele Alternativen, dritte Liga, vierte Liga, oder ich höre ganz auf. Aber es gibt noch eine andere Perspektive und die finde ich sehr spannend. Leider ist es ja in Deutschland für Jungs sehr, sehr schwer möglich, Fußball unter Profibedingungen zu spielen und zu studieren. Bei den Damen oder Mädels oder Frauen sieht das, glaube ich, noch ganz anders aus, ne? Also bei euch ist es noch möglich. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man jetzt beim FC Bayern oder bei Wolfsburg oder Turbine Potsdam, wenn es da um Champions League geht oder so, das weiß ich nicht, ob die Mädels da auch noch nebenbei eine Ausbildung machen. Aber ich glaube schon, ne? Das ist so. Ja, also ich glaube, bei ganz großen Vereinen wie Bayern München und Wolfsburg, da ist mittlerweile die Vergütung sehr gut. Bei Vereinen wie Potsdam, da kenne ich einige, die dann halt auch nebenbei noch was machen. Und ich glaub, am Ende kommt es dann darauf an, ja, wie viel vom Verein auch für die Spieler ausgegeben wird. Aber ich glaube, es ist nie falsch, ein zweites Standbein neben Fußball zu haben. Glaubst du, dass die Denkweise bei Fußballerinnen, bei jungen Mädels eine andere ist, was diese Entscheidung ins Ausland zu gehen anbetrifft, als bei Jungs, die ja vielleicht, also gerade was das Gehalt oder die Verdienstmöglichkeiten anbetrifft, so unterschiedlich ist, dass die Jungs dann vielleicht eher glauben, ach, ich bleib mal doch hier, ich gehe vielleicht doch erstmal in die dritte Liga und dann wird es dann irgendwann mal was mit der ersten Liga. Glaubst du, dass das die Entscheidung, den Schritt zu gehen nach Amerika, ja, nein, beeinflusst?
Ist schwer zu sagen, weil ich doch nicht so viele junge Sportler kenne, die dann auch tatsächlich nach Amerika gegangen sind. Ich kenne einen guten Freund von mir, der auch beim FSV Frankfurt gespielt hat und dann jetzt auch die letzten 3 Jahre für UConn gespielt hat, hier in Amerika. Mit dem hatte ich mal gequatscht und er meinte, dass er doch sehr, sehr gute Chancen hatte, professionell in Deutschland zu spielen, aber dass es letzten Endes nicht gereicht hat und dass für ihn dann diese Möglichkeit, in Amerika zu studieren, Fußball zu spielen, neue Leute zu treffen und dann auch eine zweite Sprache zu lernen, dass das dann, dass das Risiko wert ist, einfach mal, sage ich, diese Chance in Deutschland vielleicht nach hinten zu verschieben. Das heißt ja auch noch nicht, dass du, wenn du zurückkommst, dass das dann nur noch ein Traum ist, sondern es das heißt ja, du gehst nach Amerika für eine gewisse Zeit, aber die Möglichkeit, zurück nach Deutschland zu kommen, besteht ja immer noch. Bei den Jungs weiß ich dann nicht, wie groß der Spielraum ist, weil jedes Jahr, sage ich mal, dass man dann nicht auf dem Niveau spielt, dass das vielleicht dann sozusagen verschwendet sein könnte. Aber ich weiß tatsächlich, dass auch viele Mädels in meinem Alter diesen Schritt nach Amerika gegangen sind, aber dann, sage ich, nach 1 oder 2 Jahren schon wieder zurückgekehrt sind. Es bleibt ja auch nicht jeder dann die ganzen 4 Jahre hier. Deswegen, ich glaube, es ist immer, kommt immer auf die Person drauf an und dann auch auf die Möglichkeiten, die dann auf einen warten oder eben nicht warten. Hast du vielleicht auch ein Stück weit damit geliebäugelt in Amerika? Da ist ja der Fußball bei den Frauen sehr groß. Vielleicht da in irgendeiner Weise entdeckt zu werden, weiterzumachen, dort einen Profivertrag zu bekommen? Ich habe tatsächlich damit geliebäugelt, aber für mich ist dann auch dieser Drang irgendwo da, dann doch wieder bei meiner Familie in Deutschland zu sein. Und ich hätte mir das wahrscheinlich für 1, 2 Jahre vorstellen können. Aber dann auch, wie du schon sagst, man ist dann sehr, sehr weit aus dem Blickpunkt. Und wenn man dann tatsächlich in Deutschland doch nochmal professionell spielen möchte oder auch die Nationalmannschaft in Sicht hat, dann kann man oder sollte man eigentlich wahrscheinlich nicht so weit weg von zu Hause spielen. Und deswegen sieht man ja auch, dass Spieler wie Jennifer Marojan oder die gestandenen Spieler erst sp sich später zu entscheiden, ins Ausland zu gehen und dort zu spielen, weil der Name dann schon gestanden ist und ja. Aber jetzt stelle ich mir die Situation vor, du hast einen Trainerschein, deine Fußballkarriere ist beendet und Jenny Hipp ist jetzt Trainerin und eine deiner wichtigsten Spielerinnen mit 18 Jahren sagt im Januar, halbes Jahr vor einem möglichen Aufstieg deiner Mannschaft in welche Liga auch immer, ich möchte nach Amerika, liebe Jenny, was würdest du mir raten? Ich würde erstmal nach den Beweggründen fragen. Ich würde wahrscheinlich jetzt auch, wo ich das ganze System kenne in Amerika, würde ich fragen, welche Unis in Frage kämen, wie das Umfeld dort aussieht. Und ich glaube auch, je nachdem, auf welche Uni du gehst, könnte es immer noch ein riesengroßer Schritt sein. Ich meine, man schaut sich Unis an wie Stanford oder UCLA. Die haben Spieler, die danach auf jeden Fall wieder professionell spielen. Und ich würde sagen, natürlich muss man immer an den Erfolg des Teams denken, aber gerade in jungen Jahren kommt es auf die Entwicklung der Spielerin an. Und ich glaube, deswegen kann man jetzt keine allgemeine Antwort auf so eine Situation finden. Aber ja, wie gesagt, ist schwierig, aber am Ende Ja, das glaube ich. Ja. kommt es darauf an, wo man sich selbst sieht. Und jede Erfahrung ist es wert, weil es hilft einem im Endeffekt zu wachsen. Und Ja. das ist ja in der Situation, ist dann Wo siehst ausschlaggebend. du dich in 3, 4 Jahren? In 3, 4 Jahren wahrscheinlich noch auf dem Fußballfeld, hoffentlich mit einem zweiten Standbein. Aber es kommt auch darauf an, wofür es reicht. Ich werde auf jeden Fall weiterhin hart an mir arbeiten und versuchen, das Bestmögliche auf dem Platz zu zeigen. Und man weiß nie, welche Türen sich dann öffnen. Aber ja, ich in 3, 4 Jahren hoffentlich auf dem Fußballplatz, hoffentlich in der ersten Liga. Mal schauen. Ja, deine Position wird beschrieben Mittelfeld. Welche Position da genau? Offensives Mittelfeld, die 10 am liebsten. Ja, ich mag den Angriffsfußball und deswegen, ich mag es, die Freiheiten im Mittelfeld zu haben und ja, deswegen Dann, ist das definitiv meine Lieblingsposition. ja. Zehner, da hat man früher mal gesagt, da braucht man nicht decken, der braucht nicht mit zurück, keine Defensivarbeit, der Ja, sagen kreative Kopf. alle, Aber es ist ja gar nicht mehr so, ne? Es ist ja gar nicht mehr so. Tja, die Nummer Richtig. 10 auf dem Rücken habe ich auch immer am liebsten getragen, weil,
Die hatte ich auch zum größten Teil in meiner ja, Laufbahn, will ich nicht nennen, aber ja, Laufbahn nenne ich keine Karriere, sondern eher eine Laufbahn. Aber das ist eine schöne Rückennummer. Ich liebe die Nummer 10. Trägst du Auf sie jetzt jeden auch Fall. aktuell? Ich trage, seitdem ich hergekommen bin, die Nummer 17. Das ist, ich weiß nicht, wie ich damals dazu gekommen bin, aber. Ja. Das mit den Rückennummern, nur mal so ganz am Rande, finde ich jetzt teilweise manchmal ja suspekt, wenn einer mit der 44, 41, 38, 32, ich kann damit nicht mehr so viel anfangen. Also, ich finde das manchmal ja schon ein bisschen inflationär, wie das ausufert. Wie siehst du das? Ist dir das wurscht? Also ich weiß, damals waren Rückennummern sehr, sehr positionsspezifisch Absolut, ja, und ich stimmt. weiß nicht, wann, an welchem Zeitpunkt das dann irgendwie verfallen ist. Aber Das ja, kann ich dir sagen, das kann ich heutzutage. dir sagen. Das muss so Ende der 90er, so 97, als man Rückennummern personalisierte. Früher war es ja so, das ist ja so auch die meiste Zeit, als ich gespielt habe, da hast du in einem Spiel die 8 gehabt und im nächsten Spiel die 7, die 10, die 11. Wenn du links außen warst, hast du die 11 gekriegt. Wenn du rechter Verteidiger warst, die Nummer 2. Da wurden Genau. die Hemden ja immer zugeteilt, ne? Also Ja. du bist in eine Kabine gekommen, da hingen die Nummern und dann musstest du aufgrund deiner Nummer dich dann zu dem Platz bewegen. Heute ist es ja umgedreht. Heute hast du deinen Platz mit der Nummer und ja, du weißt ganz genau, die Nummer 17 ist meine Nummer und die 18, die hängt da, ist die Nummer von der und der. Das war so, glaube ich, in 97 muss das so gewesen sein. Da haben dann plötzlich alle hinten den Namen drauf gehabt und damit Ja. war's personalisiert. Und ja, seitdem ist das ja auch mit dem Trikottausch erstmal so richtig in Gang gekommen. Also früher war ein Trikottausch überhaupt nicht üblich, ne? Ich habe jetzt Ja. zum Beispiel eine Dokumentation über ein Spiel gerade im Kopf, was ich jetzt machen werde für den Norddeutschen Rundfunk. Und das ist das Spiel FC Hansa Rostock gegen Barcelona. Und an dem Spiel habe ich selber teilgenommen. Wir haben in Barcelona damals 3-0 verloren. Echt? Das war Cup der Landesmeister, was dann später die Champions League wurde Ja. und zu Hause 1-0 gewonnen. Und viele haben mich jetzt gefragt, wieso hast du kein Trikot getauscht und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, das war damals überhaupt nicht üblich. Ja? Hätte ich das Ja. gewusst. Pep Guardiola hat damals da gespielt auf der anderen Seite bei Das ist Barcelona. verrückt. Ja, Das ist ja und verrückt, der ja. hat seine ersten internationalen Spiele gemacht und Johan Cruyff war Trainer. Ronald Koeman, der jetzt Trainer ist in Barcelona, der war Spieler. Mit dem habe ich nach dem Spiel in Rostock noch ein Bier getrunken. Also ja, gibt viele Geschichten. Die muss ich jetzt alle nochmal ausgraben für diese Doku, die dann im Oktober irgendwann erscheint für den NDR. Ich freue mich schon sehr drauf. Ja, sehr viele große Namen auf jeden Fall. Ja, absolut, absolut. Und der Witz war, das Ostseestadion fast 28.000, glaube ich, damals offiziell. Was glaubst du, wie viele Zuschauer drin waren? 28.000 wahrscheinlich. Zieh mal 20 ab. Es waren nur 8.500 da. Echt? Ja. Du musst dir vorstellen, es war 1991, es war die Wende. Die Menschen hatten andere Probleme. Wir sind aufgestiegen, damals aus der DDR-Oberliga in die Bundesliga. Aufgestiegen kann man nicht sagen, aber wir sind ja dann in die der D Deutsche Fußballverband ist ja dann in den DFB eingegliedert worden. Und Hansa Rostock und Dynamo Dresden sind ja in die Bundesliga, in die erste Bundesliga aufgenommen worden und noch vier weitere Mannschaften aus der DDR-Oberliga in die zweite. Und wir haben dann in der Bundesliga gespielt. Jetzt erzähle ich dir mal, das erste Spiel gegen Nürnberg zu Hause 4-0 gewonnen. Zweites Spiel in München bei den Bayern 2-1 gewonnen. Drittes Spiel zu Hause gegen Borussia Dortmund 5-1. Wir waren Tabellenführer nach 3 Spieltagen. Und sind Das kann man gar abgestiegen. nicht glauben. Ja, es ist Geschichte. Es ist Geschichte. 1991, erste Saison von Hansa Rostock in der Oberliga. Und jetzt darfst du noch eine Frage stellen. Wer, glaubst du, hat die ersten Tore für Hansa Rostock in der Bundesliga geschossen?
Vielleicht der Florian Weichert. Ja, genau so ist es. Das ist ein bisschen, ja. Aber darauf bin ich sehr stolz, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat man Und da damals gar kann nicht man so, auch. ja, das hat man damals gar nicht so wahrgenommen. Aber ja, jetzt können Sie mich nicht mehr rausradieren aus den Geschichtsbüchern dieser Zeit. Ja, Ja, jetzt habe ich ein nee, bisschen, doch jetzt sowas habe ich, sollte man stolz sein. ja, bin ich auch, nein. Jenny, jetzt habe ich mich ein bisschen verplaudert. Wir haben jetzt gute 45 Minuten hinter uns mit ein bisschen Nachspielzeit. Ich freue mich, dass wir uns zu diesem Podcast verabreden konnten. Ich freue mich, dass du die Zeit in Amerika so genossen hast, dass du viel mitbringst aus diesen 3, 4 Jahren. 4 Jahre waren es dann am Ende, ne? Mit dem Genau, ja. halben Corona-Jahr. Ja. Und dass wir dich vielleicht wiedersehen, dass du aus dem Paradies in die USA wieder zurückkehrst ins Paradies nach Jena. Wer weiß? Wer weiß, was Wer kommt? Wir drücken auf alle Fälle die Daumen. Ich danke dir recht herzlich. Wünsche dir für die restlichen, ja, Prüfungen hast du noch oder ist das alles schon erledigt? Oder musst du noch Prüfung was? stehen noch an, stehen noch an ein paar. Dann wünsche ich dir für die restlichen Prüfungen alles, alles Gute. Drücke die Daumen. Wir bleiben in Kontakt und hören uns spätestens dann im Sommer, wenn es wieder losgeht mit dem Fußball und schauen mal, zu welchem Verein es dich dann verschlagen hat. Ja? Machen wir. Herzlichen Dank für die Einladung. Es war mir eine Ehre. Gerne, gerne, gerne. Und man Und hört sich. genau, Jenny, bis bald mal wieder. Ne? Ciao. Bis dann. Ciao.